Volleyball-Bundestrainer Felix Koslowski hat im Vorfeld der WM der Frauen in Japan, 29. September bis 20. Oktober, einen Top-10-Platz als Ziel ausgegeben. Dafür müssten wir 5 Spiele gewinnen, das ist eine riesige Herausforderung. Aber wir sind fit, gut vorbereitet und heiß darauf, dass es endlich losgeht, sagte der 34-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das Potenzial der Weltranglisten -13 sei sehr groß. Koslowski fordert mehr Regenerationszeiten für seine Nationalspielerinnen und deren männliche Kollegen. Unser Ziel ist, die Zahl der Wettbewerbe für Nationalteams herunterzuschrauben, die im Volleyball sehr aufgebläht ist, sagte Koslowski. Dafür müssten wir Nationaltrainer uns einbringen, wo wir nur können. Am Donnerstag reisen die Frauen des Deutschen Volleyballverbandes DVV zu ihrem WM-Vorrundenspielort Yokohama. Das erste WM-Spiel absolvieren sie am 29. September, 8:40 Uhr MEST gegen die Niederlande.